Wusstet ihr, dass man das manuelle Leveling eures Druckbetts einfach automatisieren kann? Vor allem bei größeren Druckern, wie beim Artillery Sidewinder X4 Plus, der 6 Schrauben und zusätzlich noch 2 feste Stützen verbaut hat, kann das Einstellen der Schrauben oft sehr umständlich sein. In diesem Video will ich euch daher zeigen, wie ihr euch das manuelle Einstellen der Schrauben unter dem Druckbett mit Clipper deutlich vereinfachen könnt, indem ihr Clipper berechnen lässt, welche Schraube wie weit in welche Richtung gedreht werden muss. Hierzu zeige ich am Beispiel des LLQ Neptune 4 Pros, wie das Ganze funktioniert. Das Vorgehen ist allerdings ohne weiteres einfach auf sämtliche andere Drucker mit installiertem Clipper und Schrauben unter dem Bett übertragbar. Bevor wir in Clipper ein entsprechendes Makro einrichten können, müssen wir zuerst im Drucker ein paar Daten erheben. Hierzu nehmen wir einmal die Federstellplatte oder was auch immer ihr drauf habt ab, sodass die Positionen der Schrauben von oben sichtbar sind. Nun fahren wir mit dem Druckkopf manuell jeweils so über die Schrauben oder Stützen, dass der Sensor für den Z-Offset direkt darüber ist. Wichtig ist hier, dass wirklich der Sensor und nicht die Düse über den entsprechenden Stellen sein muss. Für jede Position merken wir uns dann die X- und Y-Position des Druckkopfs, bei der der Sensor genau darüber war. Beim Eligo Neptune 4 Pro können wir das einfach vom Display ablesen. Zusätzlich dazu müssen wir noch eine der Schrauben rausdrehen und messen, da je nach Durchmesser die Anzahl der nötigen Umdrehungen anders ist. Ich messe hier knapp 4 mm, was einer M4-Schraube entspricht. Außerdem ist noch wichtig, in welche Richtung von oben betrachtet man die Schraube löst. In meinem Fall ist das im Uhrzeigersinn. Nun können wir die Schraube wieder festziehen, die Federstahlplatte wieder anbringen und im Webinterface des Druckers weitermachen. Hier öffnen wir die printer.config, um das Makro zu erstellen. Zunächst erstellen wir den neuen Überpunkt Screw Tilt Adjust, unter dem wir gleich unsere erhobenen Daten angeben. Aus der Dokumentation kann ich mir hier einfach die Grundstruktur kopieren und anpassen. Zunächst gebe ich die X- und Y-Positionen sowie Benennung aller Schrauben an. Die erste Schraube ist dabei der Referenzpunkt für alles Weitere. Ich empfehle hier entweder eine unbewegliche Stütze zu nehmen oder man nimmt die Bettmitte, was ich hier beim Eligo Neptune 4 Pro mache. Die kann man sich ja einfach als Durchschnitt gegenüberliegender Eckschrauben berechnen. Die Benennung ist wichtig, damit ihr später wisst, welche Schrauben ihr bewegen müsst. Anschließend folgt die Geschwindigkeit für X- und Y-Bewegungen. Hier setze ich 120 mm pro Sekunde. Wenn euer Drucker nicht so schnell kann, dann muss man das natürlich niedriger setzen. Der Parameter Horizontal Move Z gibt an, wie weit über dem Bett sich der Druckkopf zwischen den Punkten bewegen soll. Nun kommt noch das Gewinde der Schraube, das wir gemessen haben. Dieses setze ich auf CW-M4. Das steht für ein M4-Gewinde, das man von oben betrachtet clockwise, also im Uhrzeigersinn, aufdreht. Da vor der Prozedur immer ein Homing durchgeführt werden muss, definiere ich nun noch ein eigenes Makro, das ein Homing und dann die Prozedur durchführt. Dieses könnt ihr einfach so übernehmen und dann auf Speichern und Neustarten drücken. Falls ihr einen LEGO Neptune 4 Pro oder einen Artillery Sidewinder X4 Plus besitzt, dann habe ich euch in der Beschreibung meine Makros verlinkt. Ihr könnt diese natürlich auch als Basis für ähnliche Drucker verwenden. Nach dem Neustart finden wir in unseren Makros den Eintrag Screws Calculate. Um nun die richtigen Handgriffe für das manuelle Leveling zu bestimmen, klicken wir einfach auf dieses Makro. Wichtig ist hier, dass wir auf keinen Fall darüber auf den mit 1 gekennzeichneten Button klicken, da hier sonst das Homing fehlen würde. Nach dem Klick startet die Prozedur und wir können beobachten, wie der Drucker alle definierten Punkte abfährt und den Abstand misst. Anschließend sehen wir in der Konsole die nötigen Anpassungen in Stunden und Minuten. Alles ab 10 Minuten würde ich hier mit einem Handgriff am Drucker beheben. Eine Stunde steht dabei für eine Umdrehung, das heißt CCW 16 Minuten steht hier für etwa eine viertelte Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn von oben gesehen. Nach einer Anpassung können wir nochmal messen und die Ergebnisse prüfen. Da sich die Schrauben gegenseitig beeinflussen können, sind manchmal mehrere Durchläufe nötig. Ich habe hier nun ein gutes Ergebnis erzielt. Schlussendlich folgt jetzt wie gewohnt ein automatisches Leveling, gefolgt von einer Anpassung des Z-Offsets, aber das kennen wir ja schon. Insgesamt handelt es sich hier also um ein cooles kleines Feature von Clipper, das einem richtig genutzt viel Arbeit abnehmen kann. Ich hoffe, ich konnte euch heute etwas Neues lernen.
Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da, um keine neuen Tipps und Tricks mehr zu verpassen, und kommentiert, was euch als nächstes interessiert.